Hey, ich teste heute einen neuen Nail Hack und bin sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Du darfst mir dabei jetzt zuschauen. Als erstes habe ich so ein Fullcover aufgetragen in diesem wunderschönen Rotton. Das habe ich aushärten lassen und werde das Ganze jetzt einmal gut anrauen. Dann soll man sich zwei weitere Farben aussuchen. Ich habe mich hier für ein Grün entschieden und ein Weiß. Und außerdem benötigt man dazu solche Ketten hier. Ich werde mal schauen, welche Größe ich hier benutze. Im nächsten Schritt gibt man jetzt so einen Tropfen von einer Farbe auf. Und darunter folgt jetzt gleich die nächste Farbe. So in etwa. Ich hoffe, es funktioniert jetzt und das ist so richtig, wie ich das hier mache. Und danach nimmt man sich einfach ja die Kette seiner Wahl und zieht das Ganze von oben nach unten über die Tropfen quasi drüber und dann soll man einen super coolen Effekt bekommen. Ich versuche das hier mal. Schau mal, so sieht es aus. Okay, mich überzeugt es gerade noch nicht so. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat es was. In der Kamera sieht es besser aus wie im Original, finde ich gerade. Ich ziehe einfach nochmal die Kette durch. Mal sehen, wie es aussieht, wenn ich das nochmal versuche. Ups. Ich ziehe sie jetzt hier nochmal durch. Mal schauen, ob es einen besseren Effekt gibt. Nein, irgendwie nicht. Also mich überzeugt das Ganze noch nicht. Ich teste das Ganze jetzt mal auf der Übungshand. Vielleicht funktioniert es da besser, wie wenn man auf den eigenen Nägeln arbeitet. Ich trage erstmal wie gewohnt ein Fullcover auf und werde dann mal schauen, welche zwei anderen Farben ich hier benutze. Und außerdem habe ich mich noch entschieden, mal eine andere Kettengröße auszuprobieren. Vielleicht funktioniert das Ganze dann besser. Diesmal habe ich den Nagel übrigens nicht angeraut weiter, also die Farbe. Und ich gebe jetzt drei große Tropfen auf und ziehe die Kette dann einmal durch. Mal sehen, ob das Ganze dann besser funktioniert oder auch noch anders ausschaut. Da haben wir das Ergebnis. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt, wobei es in der Kamera irgendwie gerade hier bei mir besser aussieht wie im Original. Ich versuche es einfach nochmal. Vielleicht ergibt es noch so einen anderen Effekt, wenn man es vielleicht mehrmals durchzieht. Aber auch das, finde ich, sieht jetzt, ja, es sieht okay aus. Aber ich glaube, da bekommt man bessere Effekte hin, wenn man das Ganze irgendwie tupft oder mit einem Pinsel einfach aufträgt. Mich überzeugt dieser Nail Hack nicht. Schreib mir gerne mal deine Meinung dazu. Ich bin sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Ciao!